In dem heutigen Trick wähle ich mit dem Zufallsgenerator mir eine Zahl aus, eine beliebige Zahl zwischen 1 und 10, und genau an der Zahl müsste dann die Zuschauerkarte liegen. Kommen wir dann jetzt zum Kartentrick. So, für den Kartentrick brauche ich erstmal drei Stapel. Den restlichen Teil vom Spiel, den brauchen wir jetzt nicht mehr. Der kommt erstmal zur Seite. So, und jetzt möchte ich bitte einmal, dass du auf irgendein Stapel rauf tippst. Timmer. Okay, auf diesen. Und dann möchte ich mal bitte nur in Gedanken, ich werde es euch nochmal am Bildschirmrand einblenden. Ich möchte mal bitte, dass du nur in Gedanken dich für eine Karte aus dem Stapel entscheidest. Hast du? Gut. Dann können die Stapel jetzt wieder irgendwie zusammengemixt werden, also aufeinander kommen. Und ich kann diese Karten auch nochmal durchmischen. So. Und jetzt werde ich einfach mal mit den Karten wieder drei Stapel binden. Ne, drei Stapel. Also ich werde die Karten auf drei Stapel aufteilen, weil ich möchte mal probieren, eine Verbindung zwischen dir, mir, also dem Zauberer und den Karten aufzubauen. Und das möchte ich jetzt mal probieren. Und jetzt möchte ich mal bitte, dass du einfach auf noch einen Stapel der drei rauftippst. Genau, auf irgendeine rauftippen. Dann, ich hoffe, du weißt deine Karten noch. Habe ich ja eh dir eigentlich eingeblendet. Und jetzt sagst du mir mal bitte, ist deine Karte hier in dem Stapel drin? Nein. Okay, dann tipp mal bitte auf noch irgendeinen Stapel. Diesen. Okay, dann gucken wir jetzt mal hier, ob deine Karte in diesem Stapel drin ist. Und? Nein. Okay, dann muss sie ja logischerweise in diesem Stapel drin sein. Aber wir gucken auch noch mal nicht, dass ich die Karte komplett weggezaubert habe. Also sie müsste hier drin sein, ne? Ja. Gut. Dann kommen die Stapel wieder irgendwie zusammen. So. Und jetzt werde ich das Ganze noch mal machen, also wieder die Karten auf drei Stapel aufteilen. Einfach damit ich noch eine stärkere Verbindung aufbauen kann. Zwischen den Karten mir und dem Zuschauer. Also dir. So, und dann tippst du jetzt bitte wieder auf irgendein Stapel der drei. Auf diesen. Und sagst du mir bitte, ob deine gemerkte Karte in diesem Stapel mit dabei ist. Und sie hier mit dabei? Nein. Okay, dann tippen wir wieder auf noch irgendeinen dieser beiden Stapel. Auf diesen hier. Und sag mir mal, bitte ist deine Karte in diesem Stapel mit dabei? Ja. Gut. Dann dürfte sie ja logischerweise nicht mehr in diesem Stapel mit dabei sein. Ist sie, denke ich mal, auch nicht. Nee. Gut. Dann legen wir die Stapel jetzt wieder aufeinander. Und ich mache das Ganze, damit der Trick auch nicht allzu lange dauert und das nicht langweilig wird, mache ich das Ganze jetzt noch ein letztes Mal. Und jetzt zum letzten Mal,
Also die Verbindungsstärke müsste eigentlich reichen, denke ich, nachdem ich es dreimal gemacht habe. Ich möchte dich jetzt mal bitte, also ich möchte dich jetzt bitten, tipp mal wieder auf irgendeinen Stapel. Diesen. Okay, und sag mir mal bitte, ist deine Karte in diesem Stapel drin? Ja. Okay. Also dürfte ja sie ja in den anderen Stapeln nicht mehr drin sein. Ist, denke ich mal, logisch. So. Und jetzt, du siehst schon, ich habe hier diesmal die Zahlen von 1 bis 10 eingestellt. Und jetzt werde ich mir einmal eine zufällige Zahl generieren lassen zwischen 1 und 10. In diesem Fall die Zahl 10. Und dann gucken wir jetzt mal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 war die Zahl, die der Zufallsgenerator generiert hat. Und ob du es jetzt glaubst oder nicht, an 10. Stelle ist tatsächlich, also sag mir mal erstmal, was war deine Karte? Kreuz 2. Und an 10. Stelle ist nicht die Kreuz 2. Aber du siehst ja, an 10. Stelle ist das Karo Ass. Doch wenn ich einmal mit meiner Hand über das Karo Ass hier drüber schreie hier, dann siehst du plötzlich, haben wir hier plötzlich die Kreuz 2. Und das war der Kartentrick. Ich hoffe, er hat dir gefallen. Bis zum nächsten Mal. Dein Magic Erik. Ciao.